This podcast is brought to you by LMU Munich. Und auch nicht häufig gesprochen. Natürlich, ich meine, irgendwie ist alles, was wir in dieser Vorlesung abdecken, nicht häufig besprochen. Das ist die ganze Idee. Aber okay. Und nochmal übrigens, in 2 Wochen ist Pfingstferien. Also nicht oder von mir aus gerne kommen, aber Sie werden von mir bestimmt nichts hören. Okay, so. Heute unser Thema des Tages ist Frauen in der Spätantike. Und zuerst soll ich vielleicht sagen, was ich unter Spätantike verstehe. Eigentlich verstehe ich unter Spätantike die Zeit mindestens des Römischen Reiches im Gegensatz zur Republik. Aber normalerweise verwendet man dieses Wort Spätantike für vielleicht 2. oder 3. Jahrhundert nach Christus bis zum Fall des Römischen Reiches. Oder besser gesagt, bis zum Fall des westlichen Römischen Reiches, weil die östliche Hälfte nicht zerfallen ist, bis viel später. Das werden wir auch besprechen, später in der Serie. In diesem Fall werde ich eigentlich die hellenistische Zeit sowohl wie die Spätantike abdecken. Und das heißt, weil wir letzte Woche mit Aristoteles Schluss gemacht haben, alles was nach Aristoteles kommt und dann bis Ende der Antike. Also es geht hier darum, Autoren und Figurinnen zu besprechen, die zwischen Aristoteles und Mittelalter gelebt haben, also sehr viel Zeit, kurzum, fast 1000 Jahre. Die Texte, die wir besprechen müssen, sind vorwiegend auf Griechisch. Das soll man nicht vergessen, dass Altgriechisch immer noch die typische Sprache war für viele Autoren, selbst unter den Römern, vor allem in der östlichen Hälfte des Römischen Reiches. Deswegen, also wenn man an Byzanz denkt, die östliche Hälfte, soll man nicht denken, oh, die haben auf Latein geschrieben, bis die Kaiser nicht mehr da waren und dann haben sie es umgestellt wieder auf Griechisch. Nein, natürlich nicht. Sie haben einfach die ganze Zeit auf Altgriechisch geschrieben. Aber im Westen haben sie in Zeit der Cicero, und Cicero war sehr, sehr bestimmend in dieser Hinsicht, er war eigentlich der Erste, der dann philosophische Texte auf Lateinisch verfasst hat, oder unter den Ersten. Und manche Texte, die wir besprechen werden, sind in der Tat in der lateinischen Sprache, einschließlich Augustinus, der sicherlich keine Frau war, aber doch eine Rolle heute spielen wird, wegen seiner Mutter Monika. Das ist schon ein Hinweis auf ein Thema, was uns heute beschäftigen wird, nämlich mehrere von den Figurinnen, die in dieser späteren antiken Zeit auftauchen, die sind Familienmitglieder von berühmteren Philosophen oder Theologen, zum Beispiel Monika oder Makrina, die Schwester von Gregor von Nyssa und Basil von Caesarea. Zwei Hauptfiguren der spätantiken Philosophie unter Frauen, sozusagen. Okay, also sehr viel Zeit und Zeitraum für heute ist hellenistische Zeit, also von Alexander der Große grob bis Zerfall der Römischen Republik. Wie ging es Frauen in dieser Zeit? Gleiche Antwort wie immer, sehr unterschiedlich, aber vorwiegend schlecht. Allerdings waren die Möglichkeiten für Philosophinnen in der späteren Zeit, vor allem in der Spätantike, nicht in der hellenistischen Zeit, aber in der Spätantike, waren besser als in der klassischen Antike. Also wenn man Rom im 3. Jahrhundert nach Christus mit Athen im 5. oder 4. Jahrhundert vor Christus vergleicht, geht es für Frauen viel besser.
nicht nur philosophisch, sondern haben Frauen mehr Rechte, vor allem aristokratische Frauen. Sie können eigenen Besitz haben und sie haben oft eine Rolle an der politischen Macht genießen können. Das ist, also wenn Sie ein bisschen über römische Geschichte wissen, dann wissen Sie wahrscheinlich, dass mehrere Frauen auftauchen, die dafür berüchtigt waren, weil sie so viel Interesse an Macht hatten und auch weil sie oft angeblich sexuell völlig unkontrolliert waren. Zum Beispiel Agrippina, die eine Beziehung mit mehreren Kaisern gehabt hat, aber die Schwester von dem ganz Schlimmen war. Auf jeden Fall, diese Frauen sind natürlich eine große Ausnahme. Also wir reden hier von reichen Frauen. Und man sieht vielleicht sogar, dass die männlichen Autoren, die darüber schreiben, nervös sind, weil diese Frauen irgendwie an Macht kommen, wo die Männer das ein bisschen unangenehm finden. Und die ganze Idee, dass Frauen dann wirklich das politische Geschehen zum Teil bestimmen können, das ist für diese männlichen Autoren sehr, sehr unangenehm und deswegen beschreiben sie immer als diese hinterlistige, sexuell unkontrollierte Gestalten beschreiben. Caligula, nicht Nero. Ich habe irgendwie den Namen Caligula. Wissen Sie übrigens, was Caligula heißt? Das ist nicht sein echter Name. Soldatenstiefelchen, genau. Das war sein Spitzname als Kind, als er mit dem Armee unterwegs war. So süß, oder? Und dann Caligula, Hilfe. Okay. Also Thema Frauen in der Spätantike im Allgemeinen ist sehr interessant und man könnte sicherlich Vorlesungen in der Geschichtefakultät geben, über, wo man das mit der früheren Zeit vergleicht. Das werde ich natürlich nicht machen, aber es ist wichtig zu wissen, dass Frauen ein bisschen unabhängiger waren, selbst in der heidnischen Kultur. Mit dem Anfang des Christentums kommt wieder was anderes. Vor allem bietet Christentum eine Möglichkeit für Frauen, aus dieser ganzen Familienlebengeschichte auszusteigen, praktisch durch Askese und dadurch, dass sie sagen können, also Kinder kriegen und Familie betreuen, das ist nicht das Beste, was eine Frau machen kann. Das Beste, was eine Frau machen kann, ist genau das Beste, was ein Mann machen kann, nämlich keusch sein, fromm sein und unabhängig leben. Es geht nicht krass zu sein, aber es geht wirklich sehr viel um Sex hier. Weil mit Christentum kann man sozusagen aus moralischen Gründen sich weigern, Sex zu haben. Und das ist nicht nur verachtet, sondern wird sogar gelobt. Und das ist neu in der antiken Kultur. Also zu sagen, ich habe keinen Ehemann, weil ich so tugendlich bin. Oder ich habe einen Ehemann, aber wir haben jetzt seit 40 Jahren nicht zusammengeschlafen, weil wir beide so tugendlich sind. Es gibt Geschichten über diese christlichen Frauen, die die Ehemänner dazu überreden oder mindestens einreden, dass sie nicht zusammenschlafen sollen, also zwecks Tugend. Und ja, so kalte Dusche und Gott statt Familienleben praktisch. Und das kommt immer wieder als Thema in den Geschichten über diese Frauen. Also kurzum kann man sagen, dass man mit Christentum eine Gelegenheit hat oder eine Möglichkeit für Frauen, ein intellektuelles Leben zu führen oder mindestens ein spirituelles Leben zu führen, im Gegensatz zu den Erwartungen, die vorher geherrscht haben. Und wie gesagt, die würden sogar dafür gelobt,
wir haben biografische Werke über diese Frauen und das sind eigentlich sogar hagiografische Texte, wo die Taten dieser Frauen beschrieben wird, manchmal sogar die Wunder. Und das spielt immer eine Rolle, dass die Frau entweder nichts geheiratet hat oder mit dem Mann gelebt hat, aber nicht als Frau, nicht als Ehefrau. Man könnte vielleicht sogar sagen, sie haben die Gelegenheit, wegen Christentum, haben sie die Möglichkeit, wie Männer zu leben, zum ersten Mal. Und dass wir werden sehen, dass das eine große Rolle spielt im Leben mehreren Philosophinnen, die wir besprechen werden. Okay, ein paar Beispiele dafür. Melania, die um 410 nach Christus gestorben ist, sie war eine sehr reiche Frau, die etwas ausnahmsweise in diesen Geschichten ihr ganzes Vermögen nicht weggeschenkt hat, weil es war typische Hagiographie aus der Spätantike, hat immer den gleichen Muster. Reiche Person, normalerweise ein Mann, aber manchmal eine Frau, super, super reich, versteht plötzlich, dass Jesus Christus Gott ist, nimmt ihn als Beispiel, denkt, ja, Armut ist die richtige Lösung für mich, verschenkt alle sein Geld und Besitz an die Armen und lebt asketisch mit gar nichts. Das ist typisch, aber bei Melania ist nicht der Fall. Sie hat Geld, ich meine, sie war sehr großzügig, aber sie hat mit ihrem Geld dann die Möglichkeit angeboten, für andere Frauen zusammenzuleben und hat so eine Art, ja, vielleicht Monasterie aufgebaut für diese Frauen. Und es gibt ein Leben der Melania, natürlich von einem Mann geschrieben, wo ihre Frömmigkeit beschrieben wird und die Wunder, die sie gewirkt hat und so weiter. Ein anderes Beispiel ist Synkletika, also ganz typisch, sehr ähnlich zu Texten wie das Leben von Antony der Große, Anton der Große, ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt. Anthony auf Englisch. Ist immer dasselbe, immer die gleiche Geschichte. Und viele Leute haben dann natürlich Inspiration an diesen Gestalten empfunden, haben diese Texte gelesen und diese Leute als Vorbilder genommen. Ich würde nicht unbedingt sagen, dass all diese Figurinnen Philosophinnen sind. Mindestens nicht in nichts in unserem Sinne. Also die haben zum Beispiel keine philosophischen Texte verfasst, keine Argumente verfasst. Allerdings konnte man damals solche Leute als Philosoph beschreiben, Philosophos oder Philosophos auf Griechisch. Das geht zurück zu was, das ich schon gesagt habe, nämlich dass in der Antike Philosophos hieß oft sehr tugendhafte Mensch. Es muss nicht heißen Aristoteles. Wir interessieren uns aber natürlich schon für Philosophen oder Philosophinnen. Also das war praktisch nur, um zu erklären, warum diese Möglichkeit offen war. Also es ist sozusagen, also ein Schritt in Richtung Philosophinnen zu haben, ist, dass Frauen irgendwas tun dürfen, außer einfach Kinder kriegen, Haushalt dann führen. Ich habe ein Zitat auf dem Handout, was ich sehr schön finde. The fact that these women, ist auf Englisch, the fact that these, oder das können Sie auch lesen, das übersetze ich einfach gleich ins Deutsch. Die Tatsache, dass diese Frauen so gelebt haben, wie auch männliche Mönche, hat ihnen die Freiheit geboten, Aktivitäten durchzuführen, die nichts völlig angemessen wären für weltlichen christlichen Muttern oder ja, Hausfrauen vielleicht, Matrons, Aktivitäten, die für diese asketische Frauen nicht nur gestattet wurden, sondern sogar empfohlen würden von den Kirchenvätern,
oder Church, ich weiß nicht, was sie unter Churchman versteht, aber kirchliche Autorität war sozusagen dahinter. Okay, so viel zu Frauen im Allgemeinen. Was ist mit Philosophinnen? Erstens kann man sagen, dass, das habe ich schon eigentlich schon mehrmals gesagt, mit der Ausnahme der Aristoteliker, fast all diese philosophischen Schulen, die wir sehr stark mit Hellenismus und Spätantike verbinden, waren offen für Frauen. Also wir haben die Zyniker, die Stoiker, vielleicht nicht die Skeptiker, aber die Zyniker, die Stoiker, die Kyrenäer und die Platoniker. Wir wissen, dass all diese Traditionen offen waren für Frauen. Was heißt hier offen? Es heißt zum Beispiel, dass die Philosophen Vorlesungen geboten haben oder vielleicht Seminare, Lesegruppen. Das ist ein bisschen schwer vorzustellen, genau was los war, und es war bestimmt sehr verschieden von Zeit zu Zeit. All diese Sitzungen waren für Frauen offen. Zum Beispiel Plotin im 3. Jahrhundert nach Christus. Er ist der Begründer des sogenannten Neuplatonismus. Er hätte diesen Ausdruck nie verwendet. Der Ausdruck wurde in dem 19. Jahrhundert erfunden. Aber er war Platoniker. Also er hat sich selbst als Platoniker gesehen. Und er hat eine Schule, einschließlich, und natürlich waren die Schüler hauptsächlich Männer, einschließlich Porphyrios, der Herausgeber Plotinus' Werke und auch ein Autor von mehreren eigenen Werken. Einschließlich einen Brief an seine Frau Marcella, die ich bald beschreiben werde. Und auf jeden Fall in diesem Kreis des Plotins waren Frauen anwesend, also als Hörer sozusagen. Unter den Zynikern und vielleicht den Kyrenäern, aber vor allem bei den Zynikern und Stoikern haben wir damit zu tun, dass wir philosophische Schulen haben, die die Werte der damaligen Gesellschaft wirklich kritisiert haben. Und ein Teil dieser Kritik war eben, Frauen fast als gleichgültig zu behandeln. Und das können wir sehr schön an das Beispiel von Hipparchia sehen. Und das werde ich auch bald besprechen. Also kurzum gibt es viele Möglichkeiten in der späteren Antike, also in der hellenistischen Zeit und der echten Spätantike, wo Frauen dann philosophisch tätig sein konnten. Vielleicht ist das nicht ganz im Gegensatz zu dem, was wir in der klassischen Antike finden, weil da muss man dran denken, was waren die besten Beispiele, die wir damals hatten für Philosophinnen? Frauen bei den Pythagoreern. Und das ist irgendwie ähnlich. Es ist so ein geschlossener Kreis, haben ihre eigenen Regeln, das ist sozusagen eine Gesellschaft für sich, und die definieren sich gegen die Werte der Kultur außerhalb dieses Kreises. Und das haben wir auch bei den Stoikern und Zynikern, aber mal 100. Also wirklich sehr, sehr stark, sehr konterkulturell sozusagen. Wie konterkulturell werden Sie bald hören. Und es wird lustig. Hoffentlich. Okay, so. All diese weibliche Mitgliederinnen werde ich dann gleich besprechen. Zuerst wollte ich nur ein bisschen über Werke, die von Männern gefasst wurden, wo Frauen als Thema auftauchen, genau wie wir bei Platon und Aristoteles gemacht haben. Werde ich nicht sehr lang machen, aber es ist trotzdem interessant. Also ein Thema, das uns bisher was verfolgt hat, war dieses Thema Ökonomik, also Haushaltslehre. Und in der Spätantike haben sie immer noch diese Idee, man hat Ehefrau, Ehemann, der Ehemann ist der Chef, die Ehefrau hat bestimmte Aufgaben innerhalb der Familie oder innerhalb dem Haushalt.
Und in der Spätantike, im Gegensatz zur früheren Antike, haben wir Werke, die noch erhalten sind, die ausdrücklich dieses Thema sozusagen wissenschaftlich thematisieren oder behandeln. Das beste Beispiel heißt über das Haushalt oder über Haushaltsverwaltung vielleicht von einem gewissen Bryson, von wem wir eigentlich gar nichts wissen. Er ist angeblich ein Neupythagoreer, was vielleicht nichts Unbedeutendes, weil wir gesehen haben, wie wichtig Haushaltslehre in der pythagoreischen Tradition war. Aber seine angeblich pythagoreische Ansichten kommen nicht sehr stark in dieser Schrift durch. In diesem Werk beschreibt Bryson die verschiedenen Teile des Haushalts, also was der Ehemann zu tun hat, der Haushalter, was die Frau zu tun hat, wie man Kinder gut erziehen kann, was die Sklaven machen müssen, wie man die Sklaven behandeln soll. Und was auch an dem Werk ist, was auch daran interessant ist, nicht für uns, aber im Allgemeinen, ist, dass er relativ viel über Geld spricht. Das ist interessant, wenn man daran denkt, wie wenig antike Philosophen oder auch mittelalterliche Philosophen, wie wenig sie sich über Geld äußern in einer Weise, die wirklich interessant ist. Die sagen nur, Geldmacherei ist schlecht. Also man soll Geld nicht zu hoch bewerten. Aber Bryson beschreibt wirklich, wie man das gestalten soll, damit das Haus finanziell erfolgreich wird. Und die Ehefrau spielt hier eine Rolle. Sie ist wie so oft die Partnerin des Ehemannes und muss ihre Aufgaben dann erfüllen, damit das Haushalt dann erfolgreich wird, finanziell erfolgreich. Selbst an den Beispielen sieht man, dass die Ehefrau hier nicht so beschrieben ist, als ob sie dann ihre eigene Erfüllung suchen soll. Sie ist wirklich nur da, um zu schauen, dass das Haushalt erfolgreich ist. Das ein bisschen im Gegensatz zum Ehemann, wo man den Eindruck hat, er ist als Individuum wichtig in einer Art und Weise, wie die Ehefrau nicht ist. Allerdings hat der Ehemann auch seine Rolle innerhalb des Haushaltes. Also vielleicht ist Brysons Sicht, ja, das Haushalt soll richtig sein und das ist egal, was die individuellen Menschen dann machen. Was schon neu bei Bryson ist, ist, dass er die emotionale Verbindung zwischen dem Ehepaar dann betont. Also er gibt praktisch zu, dass der Mann und die Frau verliebt sein sollen und dass es besser laufen wird, wenn sie sich gern haben. Radikal. Und ich habe gelesen in einem Buch darüber, dass es praktisch eine Vorahnung von Christentum, dass Liebe vielleicht manchmal eine Rolle innerhalb der Familie spielt. Natürlich nicht Liebe von Mutter für Kind oder von Vater für Kind, das war immer da, aber zwischen dem Ehepaar, das ist eigentlich neu. Zum Beispiel in diesen Briefen, von diesen angeblichen Briefen der Pythagoreerinnen, das wird nie thematisiert. Also sie muss auf den Mann hören, versuchen, ihn treu zu bleiben und so weiter. Aber Liebe kommt eigentlich nicht vor in jenen Briefen. Okay, das ist interessant. Dann haben wir die Stoiker, die genau wie Platon, vor allem ganz am Anfang mit Zenon von Citium, übrigens, Gefahr bei antiken Philosophie, Zenon. Es gibt zweimal Zenon. Es gibt Zenon von Eleia, der Schüler von Parmenides. Und dann gibt es Zenon von Citium, der Begründer des Stoizismus. Also aufpassen, es gibt auch x viele Diogenesen, Diogeneses. Und einer kommt dann bald. In der Spätantike heißen alle Ammonios. Also viele, viele Ammonioi. Das ist ganz schlimm. Aber nicht so schlimm wie in der arabischen Tradition. Welche Mohammed meinen Sie? Okay. Dieser Zenon, der Begründer des Stoizismus, hat auch eine
einen Text namens Politeia geschrieben. Dieser Werk ist nicht erhalten, aber wir kennen ihn durch Zitaten aus anderen Autoren. Und das war wie bei Platon ein relativ radikales Umdenken der Gesellschaft. Und genau wie Platon hat er radikale Ideen über Frauen dann vorgeschlagen. Und viele sehen hier und im Stoizismus im Allgemeinen eine Tendenz, echte Tugend und gleichrangige Tugend Frauen so zu schreiben wie für Männer. Das beste Beispiel ist Musonius Rufus, weil er ein Werk geschrieben hat darüber, dass Frauen auch philosophieren sollen. Früher schon Kleanthes, einer von den ersten Stoikern, schrieb ein Werk namens »Dass Frauen die gleiche Tugend besitzen wie Männer«, leider verloren. Aber die Ideen von Musonius kennen wir relativ gut. Und der ist aus dem Römischen Reich, also er ist viel später als Zenon und Kleanthes. Und hier, wie gesagt, sagt er ausdrücklich, ja, Frauen sollen auch philosophieren, die können auch die Tugend besitzen, und klassisch Stoizismus, die Lehre ist, um die Tugend zu erlangen, muss man philosophieren, deswegen müssen Frauen auch philosophieren. Es gibt einen ganzen Artikel darüber übrigens von Martha Nussbaum, das ist auf dem Handout ganz unten, und sie ist etwas zweifelhaft, dass es wirklich so toll ist, wie es klingt, weil wir zum Beispiel Passagen in Musonius finden, wo er Sachen sagt wie, ja, Frauen sollen tugendhaft sein, und ein Argument dafür, sie wird so effektiv im Haushalt sein, weil sie tugendhaft ist. Also wieder dasselbe. Aber ich würde sagen, es passt auch sehr gut zur solchen Lehre, Frauen als potenziell tugendhaft und als potenzielle Philosophinnen zu beschreiben. Denn die stoische Anthropologie, sozusagen, also die Theorie des Menschen bei Stoizismus, ist folgendes. Sie lernen, dass jeder Mensch durch und durch vernünftig ist. Was heißt das? Im Gegensatz zu der platonischen Seelenlehre haben wir keine drei Seelenteile oder Seelen, also nichts mit Vernunft, Mut und Begierde, nur Vernunft. Wenn jemand sich entscheidet, zum Beispiel körperliche Lust zu genießen, statt tugendhaft zu leben, was wir alle tun, laut den Stoikern, weil keiner von uns wirklich ein Philosoph ist oder wirklich weise ist, was wir da machen, ist eine falsche Meinung oder einer falschen Meinung zu folgen. Also ich entwickle die Meinung oder den Eindruck, Kuchen ist lecker, was Kuchen ist auch lecker, aber das bescheiden wir nicht, vor allem hier in Deutschland. Deutscher Kuchen, amerikanischer Kuchen. Deswegen bin ich hier, unter anderem. Aber hauptsächlich zwecks Kuchen. Okay, und dann habe ich die Meinung, ich soll diesen Kuchen essen. Falsche Meinung. Und dann, aber das ist sozusagen, das wird alles von meiner Vernunft ausgeführt. Ich brauche keine andere Seele oder Seelenteil. Meine Vernunft formt eine falsche Meinung. Und das gilt für alle Menschen im Gegensatz zu Tieren. Nicht im Gegensatz zu Frauen. Frauen sind auch Menschen. Menschen sind als durch und durch vernünftig definiert, werden durch und durch vernünftig definiert. Also theoretisch mindestens müssten Frauen die Möglichkeit und die Fähigkeit haben, die Tugend zu erreichen, und das geben die Stoiker sozusagen zu. Man muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich meine, zum Beispiel neugeborene Kinder sind auch Menschen, sind aber noch nicht fähig, die Tugend zu erreichen. Und im Allgemeinen würden sie zugeben, dass
dass die potenzielle Tugend mit vollkommener Vernünftigkeit zusammenkommt und dass das erst nach der Kindheit dann auftaucht. Und deswegen könnte man fürchten, dass sie was Ähnliches über Frauen sagen würden. Also, dass Frauen vielleicht wie unentwickelte Menschen sind, wie Kinder. Aber das sagen sie nicht. Das hätten sie sagen können, aber Gott sei Dank sagen sie das nicht. Nein, Frauen sind auch sozusagen im Spiel, wenn es um Philosophie geht. Also das ist schön. Auch die Platoniker, obwohl sie nicht diese sozusagen hyperintellektualistische Seelenlehre haben, sie haben einen anderen Grund, eine Rolle für, oder eine mögliche Rolle für Frauen in der Philosophie zuzugeben, nämlich Platon. Platon in der Politeia sagt laut und klar, Frauen können auch mitwirken als Führer in der Stadt und als Philosophinnen. Und das wird aufgenommen. Das ist vielleicht eine Erklärung oder eine Miterklärung, warum Plotin Frauen in seinem Kreis hatte. Es könnte auch einfach sein, dass es sozusagen einfach gängig war, dass solche gehobene Kreise in Rom, und übrigens sein Kreis war in Rom, obwohl er ist aus Ägypten und schreibt auf Altgriechisch, aber seine Schule war dann in Rom. Und es kann sein, dass es einfach im 3. Jahrhundert in Rom einfach normal war, dass solche erhobene Kreise dann Frauen auch dabei hatten. Aber es ist mindestens nicht unrelevant, dass Platon diese Sachen in der Politeia gesagt hat. Leider äußert sich Plotin nicht dazu. Dafür müssen wir auf Proklos warten. Proklos ist dann ein paar Generationen später und ist unter den letzten Platonikern. Und er schrieb einen Kommentar über die Politeia. Kommentar ist vielleicht zu viel. Das ist mehr wie mehrere Fragen, die man sich stellen könnte über den Text der Politeia, also mehrere Probleme, die auftauchen. Und ein Problem ist sozusagen, was ist mit den Frauen? Also das hat er als problematisch gesehen oder mindestens als er hat Erklärungsbedürfnis bei dieser Stelle gesehen. Und das unter anderem, weil er das mit anderen Texten aus Platon vergleicht. Nicht unbedingt die Texte, die ich besprochen habe, sondern eher die Leges, der letzte Werk von Platon, was niemand heute liest. Und dort ist die Rolle der Frauen in der perfekten Stadt viel beschränkter. Und deswegen hat Proklos hier ein Problem, was ihn viel mehr stört als die Frage, wie geht es Frauen in unserer Gesellschaft. Das ist ihm wahrscheinlich nicht so interessant. Was ihm bedeutend ist, ist, ich will unbedingt vermeiden, dass Platon seine Meinung verändert hat oder sich widerlegt hat. Also die Frage ist, wie kann er diese zwei Texte dann irgendwie in Einklang bringen? Seine Antwort: Die Politeia, wo Frauen mitwirken dürfen, das ist eine Beschreibung der idealen Situation. Also wenn alles sozusagen perfekt abläuft, könnten Frauen so agieren, aber im echten Leben natürlich nicht. Und im echten Leben haben wir eine Situation, wo Frauen die Untertanen sind, und das beschreibt er in den Leges. Also es ist sozusagen Realpolitik in den Leges, Idealpolitik in der Politeia. Und von daher kann man natürlich positiv oder negativ bewerten. Also positiv könnte man sagen, ja, also er gibt zu, idealerweise wären Frauen nicht gleichrangig, weil wir haben gesehen, in der Politeia ist das nicht der Fall, aber die sind erlaubt, die werden erlaubt, an die politische Macht zu kommen und zu philosophieren. Das ist sozusagen die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, aber realistisch geht das nicht, laut Proklos. Ein weiteres Beispiel der Frau innerhalb oder unter den Platonikern
ist, wie gesagt, dieser Brief von Porphyrios an seine Frau Markella. Und das ist natürlich kein Werk einer Frau, sondern das ist einer Frau gewidmet. Allerdings ist das recht interessant als Text für uns, weil er sozusagen implizit seine Ansichten über Markellas Fähigkeit zu philosophieren bespricht und halt im Allgemeinen sein Verhältnis mit ihr beschreibt. Also das werde ich dann etwas erläutern. In dem Brief geht es zuerst darum, dass er sagt, dass also anscheinend war der Anlass des Briefes, dass er weg war auf Urlaub oder sowas. Und er will sie sozusagen aufmuntern, dass sie ihn nicht zu sehr vermisst. Das ist ganz nett. Und da sagt er, dass, und übrigens, das ist ganz typisch, also das ist so sogenannte Thema des Consolatio Philosophis, also ein Versuch, Philosophie zu benutzen, um jemanden, ja, wie gesagt, Gesundheit auszumuntern. Und da sagt er recht philosophische Sachen, wie zum Beispiel, dass sie ihn vermisst, ist natürlich irgendwie, aber sie muss nie vergessen, dass die Sachen, die ganz wertvoll sind, sind nicht hier auf der Erde, sondern die geistigen Objekte und Formen, die Platoniker so schätzen. Und dass man nie die Glücklichkeit davon abhängig machen soll, was in dem körperlichen Leben vorkommt. Weil wenn man das tut, dann kommt immer wodurch man unglücklich wird. Und vor allem geht es für Porphyrios darum, dass Markella, seine Frau, ihre Pate keine Kontrolle geben soll. Pate ist vielleicht schwer zu übersetzen, aber manchmal Affektionen, also die Gefühle vielleicht, die in der unteren Seele zu Hause sind. Zum Beispiel Luste oder auch Ärger oder andere solche. Manchmal wird es als Emotionen übersetzt, aber das ist wahrscheinlich zu eng. Das ist alles, was man empfindet, was von Seite der niedrigen Seele kommt. Und das sagt er immer wieder in dem Brief, dass das Ziel des Lebens für uns, also für uns Philosophen sozusagen, also auch für Markella, das Ziel des Lebens ist, Wissensheit zu erwerben und nicht diese Pate zu folgen. Das ist schon sehr interessant. Seine Beziehung mit ihr ist sowieso interessant. Er erklärt am Anfang, also man kann von dem Brief entnehmen, dass sie beide relativ alt sind. Die Situation ist anscheinend, dass Markellas Ehemann gestorben ist und das war ein Freund von Porphyrios. Und natürlich waren alleinstehende Frauen in der Antike sehr nachbeteiligt. Und deswegen sozusagen als Gefallen an seinen alten Freund hat er seine Frau geheiratet. Also er sagt fast, dass er keine Interesse an sie als Frau hat. Oder mehr als fast. Er sagt, das ist vielleicht die interessanteste Stelle in dem Brief für uns. Er sagt, mach dir keine Gedanken darüber oder mach dir kein Ding. Also das griechische Polypragmone, also das heißt, mach kein großes Ding daraus. Ob du weiblich bist oder männlich, betrachte dich nicht als Frau, denn ich hab dich nicht so gesehen. Das heißt, als ich dich geheiratet habe. Du sollst alles, was weiblich ist, in deiner Seele fliehen, als ob du den Körper eines Mannes hättest. Wollen Sie hören, wie das auf Griechisch lautet? Warum nicht? Mete un e aren e mete e
Telia, Tosoma Polu Pragmone, Medegunaika, Ides Sauten Hoti, Med Ego Soi Hos Toyaute, Pros Eskon. Folge tes Psyches Pan To Thelunomenon, Hos E Kai Arenos Eches Tosoma Perikaimenon. Schön, oder? Das hört sehr gut an. Ja, super. Und es heißt sowas wie das, was ich gerade gesagt habe. Also es ist wirklich interessant. Also ich betrachte dich nicht als Frau, also betrachte dich selbst nicht als Frau und alles vermeiden, was in dir weiblich ist. Als ob du ein Mensch, als ob du ein Mann wärst. Also es ist wirklich sehr interessant. Und man sieht hier, dass genau wie die Stoiker, die Platoniker sozusagen einen Grund haben, Frauen philosophisch ernst zu nehmen. Und der Grund ist sowas wie folgendes. Was bin ich aus Sicht eines Platonikers? Was bin ich? Ich bin meine unsterbliche, immaterielle, unkörperliche Seele. Frauen haben auch Seelen. Tiere übrigens auch. Und man könnte, also das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man könnte fast sagen, die Seele an sich hat kein Geschlecht. Also du hast, wenn du eine Frau bist, hast du Pech, dass du im Moment in dem Körper einer Frau bist. Aber das ist wirklich interessant, was er hier sagt. Tu, als ob du den Körper eines Mannes hättest. Also man könnte davon fast entnehmen, deine Seele könnte auch genauso gut in so einem Körper sein und dann wärst du ein Mann. Und auch wenn man betrachtet, was man mit dieser menschlichen Seele macht, dieser unsterblichen, unkörperlichen Seele macht, was macht man damit? Man denkt. Also laut den Platonikern. Das hat überhaupt nichts mit Fähigkeiten oder Aktivitäten zu tun, die durch den Körper ausgeübt werden, also zum Beispiel Essen, Sex, Sehen, also Wahrnehmung allgemein, das hat alles mit der unteren Seele zu tun, laut dieser Neuplatonikern. Und deswegen könnte man wirklich sehen, wir haben hier einen sehr guten Grund zu denken, dass Frauen, insofern sie philosophieren konnten, also wenn eine Frau wirklich philosophisch lebt, dann ist sie so gut wie ein Mann. Oder anders gesagt, wenn ein Mann oder eine Frau das macht, sind sie so gut wie kein Geschlecht mehr. Natürlich drückt er das auch aus, und das würden sie immer ausdrücken, als ob sozusagen der beste Zustand ist, die Seele eines Mannes zu haben, weil das ist sozusagen, was sie als Idealfall sehen. Aber wenn man durchdenkt, was die philosophische Theorie wirklich impliziert, Das würde eigentlich heißen, dass Seelen geschlechtslos sind. Das klingt alles sehr gut. Was nicht so gut ist, dass wir sehr oft damit verbunden die Ansichten finden, dass Frauen sehr von dem Körper also sehr großen Einfluss von Seite des Körpers empfinden. Also für Frauen ist vielleicht viel schwieriger, diese Vernunftseele wirklich einzusetzen, weil sie ist, als ob sie ständig unter Kontrolle dieser Pate sind und deswegen können sie nicht so gut denken wie Männer. Natürlich 99,9% der Männer sind auch in diesem Zustand. Also es sind nur die Philosophen. Aber es ist mindestens ein Tick schwieriger für Frauen, das zu erreichen, als für Männer. Aber das ist nicht, weil, ich würde sagen, das ist nicht, weil die Seele sozusagen von Haus aus männlich oder weiblich ist, sondern die Seele ist die Seele. Die platonische Seele ist nur eine unkörperliche, vielleicht geschlechtlose Substanz. Und das Problem, was die Frauen haben, ist nicht, dass die Seele irgendwie kaputt ist oder weniger gut funktioniert. Das Problem, was Frauen haben, wenn sie ein Problem haben, ist, dass sie Körper haben, die Zugang auf die
Aktivitäten dieser Zelle verhindern. Das ist das Problem. Und das gleiche Problem kommt bei Kindern vor und vor allem bei Tieren. Also wenn man zugibt, dass eine Zelle von einem Tierkörper in einen Menschkörper wandern kann, was Platon auch sagt in manchen Dialogen, anscheinend, also warum kann meine Katze nicht philosophieren, könnte man sich fragen. Antwort vielleicht, muss ein Platoniker sagen, die Antwort ist nicht, weil sie sozusagen von Haus aus psychologisch dazu unfähig ist. Ihr Problem ist, dass ihr Körper sie so stört und daran hindert, dass sie nicht philosophieren kann. Manche würden wahrscheinlich behaupten, viele Katzenbesitzer denken wahrscheinlich, dass Katzen doch philosophieren können. Aber ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wenn meine Katze gute philosophische Ideen hätte, sie würde das nicht mit mir teilen. Okay, so viel zu Platonismus in der Antike. Vielleicht noch interessanter, weil wir hier wirklich ich wollte sagen, dass das auch dann, dass wir das auch in Christentum finden oder mindestens ähnliche Ideen. Weil die Christen übernehmen viele philosophische Ansichten aus den heidnischen Traditionen, vor allem aus Stoizismus und Platonismus. Die platonische Seelenlehre passt natürlich sehr, sehr gut zu Christentum, denn man sofort sehen kann, wie es sein kann, dass unsere Seelen dann überleben werden, damit wir alle gerettet sein werden können. Sie haben schon das Problem, wie wir es später sehen werden, laut Christentum, dass wir später einen Körper zurückbekommen sollen. Also in Wiederauferstehung oder wie auch immer das heißt. Auferstehung, gut. Also bei der Auferstehung werden wir alle wieder einen Körper bekommen. Und ein Platoniker würde wahrscheinlich sagen, wieso? Also es klingt wie ein Schritt in die falsche Richtung. Viel besser wäre, von dem Körper für immer befreit zu werden. Und deswegen müssen die christlichen Philosophen das begründen und erklären, warum Gott uns wieder Körper geben würde. Also das ist ein Problem. Die Christen wollen normalerweise auch behaupten, dass die Seele nicht existiert hat, bevor es in diesem Körper war, während die Platoniker und Platon selbst sehr oft sagt, dass die Seele schon existiert hat, bevor sie hier war, bevor sie in diesem körperlichen Zustand war. Also es gibt schon Probleme, aber die grundlegende metaphysische Annahme, die Platoniker machen über die Natur der Seele, passt super gut zu Christentum. Und deswegen ist es nicht sehr überraschend, dass diese Ansichten, die wir zum Beispiel bei Porphyrios finden, dann auch bei den Christen vorkommen. Und zwar genau in diesen asketischen Werken und Hagiografien, die ich vorher beschrieben habe. Zum Beispiel in dem Leben der Melania. Ich habe schon Melania genannt. Sie war diejenige, die so reich war und die diese kleine Gesellschaft für fromme Frauen aufgebaut hat. In diesem Text wird sie gelobt für ihre männlichen Taten. Also es ist ähnlich. Also die Idee ist, manche Frauen durch Frömmigkeit und Tugend sind so perfekt geworden, dass sie praktisch wie Männer waren. Und das ist hier wirklich sozusagen das größte Lob, was man geben kann an eine antike Frau. Allerdings, oder vielleicht auch, das ist eigentlich auch in die gleiche Richtung, oft beschreiben sie die Schwierigkeiten, die man als asketischer Mensch empfindet, weil man natürlich, man muss sich vorstellen, was diese Leute gemacht haben. Die sind in der Antike, also ohne Handy oder sowas, sind sie in die Wüste marschiert, ohne Essen, haben sich in einer Höhle gesessen und dann gebeten und das war's. Und haben angeblich durch Wunder
monatelang ohne Essen und Wasser überlebt und. Es gibt natürlich Simon Stylites, der auf einer Säule gelebt hat und sich beklagt hat, dass so viele Leute zu ihm gekommen sind, um ihn beraten zu lassen. Und deswegen hat er die Säule höher machen lassen, damit er sie nicht hören konnte und so weiter. Also wenn ich sage Askese, das meine ich sehr, sehr ernst. Und manchmal waren das Frauen, die das gemacht haben. Und das ist interessant, weil das ist wirklich sehr oft, also sehr männlich wird es beschrieben, als eine Art Kampf gegen Dämonen, die dann immer auftauchen, um den Asket zu verführen. Und das kommt in diesem Leben der Melania vor, dass sie ständig von Satan verführt werden könnte und sie muss ihn wirklich gladiatorisch besiegen. Also es ist alles sehr sozusagen männlich beschrieben von dem Autor. Hier soll man auch nicht vergessen, die andere Seite der platonischen Seelenlehre, nämlich ihr habt gesagt, ja, im Grunde genommen sind wir eine Vernunft, jeder von uns ist eine Vernunftseele, aber wir haben diese anderen Aspekte oder Teile der Seele, diese untere Teile, und das ist natürlich genau das, was uns verführt. Man könnte vielleicht sogar sagen, dass, ich meine, das sind keine philosophischen Texte eigentlich, aber in den Texten über Anton der Große oder anderen Asketen, wenn es, ich meine, das wird immer dargestellt, als ob Satan oder ein Dämon wirklich auftaucht und sagt, oh, komm zurück zur Großstadt, wo du Sex haben könntest. Iss nur ein bisschen mehr. Und dann muss der heilige Asket sagen, nein, nein, ich werde nichts zu mir nehmen und so weiter. Aber wenn man sozusagen ein bisschen hinter die Kulissen schaut, und es gibt Texte, die das ein bisschen philosophischer dann ausdrücken. Man sieht, dass diese Dämonen sind wahrscheinlich eine Beschreibung der Verführung, die von der unteren Seele kommt. Also es sind die Begierden, die sozusagen versuchen, die Vernunftseele abzulenken, weg von Gott zu reißen und in Richtung den Körper zu lenken. Und deswegen könnte man sagen, in heidnischen und auch im christlichen Platonismus, weil das sind eigentlich zwei Arten Platonismus, könnte man sagen, es gibt immer diese Seele gegen Körper Geschichte. Das ist ein Kampf, wo die echte Seele, die Vernunftseele, versucht, die untere Seele und den Körper zu besiegen. Und deswegen haben diese Leute so radikal gegen die Lüste und sogar die Bedürfnisse des Körpers agiert. Sie haben sich wirklich gequält, um den Körper zu schwächen. Ein gutes Beispiel hier ist wieder Porphyrios. Er hat ein Werk verfasst, wo er erklärt, warum ein guter Philosoph kein Fleisch essen soll. Und sein Hauptgrund, er argumentiert schon, dass es Unrecht den Tieren gegenüber ist. Also er spitzt sich sehr für Vegetarianismus aus, mehr oder weniger aus den Gründen, die wir dann irgendwie auch benutzen, wenn wir als Vegetarier leben heute. Aber er sagt eigentlich, dass der Hauptgrund, vegetarisch zu leben, ist, dass Fleisch so gut schmeckt. Wieso? Ja, weil wenn man zu viel Lust an Essen empfindet, das ist, wie er sagt, wie ein Nagel, die Seele fest an den Körper bindet. Also wenn man sozusagen selbst in diesem Leben befreit von dem Körper, leben will, muss man ja so wenig Lust empfinden wie möglich. Und Fleisch schmeckt so gut, dass das den Körper, die Seele ablenkt. Bei den Christen ist es sehr ähnlich, bis auf das die Ablenkung, das ist eine Ablenkung von Gott statt eine Ablenkung von den platonischen Formen. Aber ethisch gesehen ist die Folge genau dasselbe. Okay, also noch wollte ich einen Haufen von Philosophinnen besprechen, einzelne Philosophinnen, aber das war sozusagen die erste Hälfte der Vorlesung, weil
wir bisher eigentlich keine einzelnen Philosophinnen besprochen haben, sondern Männer, die über Frauen besprochen haben und im Allgemeinen, was möglich war für Frauen in der Spätantike. Also ich dachte, ich würde hier jetzt Pause machen und sehen, ob jemand Fragen hat. Fragen? Ja. Mich würde mal interessieren, ist da ein Antwortschreiben auf den... Leider nicht. Also ein Brief von Marcella an Porphyrios. Ja, nein, das hätte ich erwähnt. Das wäre schon schön gewesen. Ja, ich meine, wir können auch sagen, ich habe bisher überhaupt keine Texte besprochen, die von Frauen geschrieben würden. Werde ich auch nicht. Was ich jetzt besprechen werde, sind Texte, wo Frauen sozusagen im Mittelpunkt stehen und sich äußern irgendwie, aber die Texte selbst sind immer von Männern geschrieben. Das ist also eine Grundregelung. Ja? Was mich noch interessieren hätte, vielleicht habe ich mich so entwickelt, wie definieren Sie denn Tugend? Wie ich Tugend definiere? Ja. Nur als Vernunft? Oder? Ja, also die Platoniker definieren die... einzelne Philosoph? Ja, ist natürlich verschieden. Also sehr, sehr viel Einfluss hat die platonische Theorie. Und dort ist die Tugend, dass also es gibt mehrere Tugenden. Es gibt eine Tugend für jeden Seelenteil. Zum Beispiel moderat sein, Sophrosyne, ist die Tugend der Begierde. Und die Gerechtigkeit, laut Platon, innerhalb des Individuums, ist, dass alle drei Seelenteile zusammenarbeiten, wie sie sein sollen, nämlich die unteren Teile hören auf Vernunft und Vernunft regiert. Also wenn Vernunft regiert und die unteren Seelenteile sich regieren lässt, das ist Gerechtigkeit. Und ähnlicherweise in dem Staat ist Gerechtigkeit, dass die Philosophen regieren und die anderen regiert werden. Aber die Stoiker würden zum Beispiel sagen, vernünftig sein ist die Tugend. Also vernünftig nicht im Sinne von die Kapazität oder die Fähigkeit zur Vernunft haben, sondern die Wahrheit zu begreifen und das einzusetzen. Das ist die, zum Beispiel, also eigentlich zu wissen, was zu tun ist und das zu tun. Also sehr intellektualistisch. Aristoteles definiert die Tugend als eine Neigung, die Mitte zwischen zwei Extremen zu wählen. Also es ist verschieden. Aber ich würde sagen, eigentlich immer ist das sehr stark mit Vernunft verbunden. Also vernünftig in der Antike heißt tugendlich sein, fast immer vernünftig sein und erfolgreich die Vernunft einzusetzen. Und das ist, ich habe versucht zu argumentieren, das ist wirklich ein Grund, oder ja, das ist vielleicht ein Stoß für die Philosophie in Richtung Frauen ernst zu nehmen. Weil solange man zugibt, dass Frauen vernünftig sind, also die eine Vernunftsfähigkeit haben, und wenn man noch dazu sagt, ja, und tugendlich sein ist nicht mehr und nicht weniger als erfolgreich die Vernunft zu benutzen, dann müsste man wirklich erklären, warum Frauen nicht tugendlich sein könnten. Und die meisten sehen, dass es daraus folgt, dass sie doch die Tugend besitzen können. Okay, andere Fragen? Darf ich das Fenster aufmachen? Ja. Das war die Tugend der Höflichkeit. Okay, gut. So, echte Philosophinnen. Und was übrigens hier schön ist, im Gegensatz zu dem, was wir letzte Woche oder vor zwei Wochen gesehen haben, ist, dass die Figurinnen, die ich jetzt besprechen werde, die waren alle echt. Also es gab wirklich diese Frauen. Wie gesagt, ich werde leider keinen Text beschreiben oder zusammenfassen können, der von einer Frau geschrieben wurde. Stattdessen haben wir Texte, die von Männern geschrieben wurden, wo in diesem Fall authentische, echte Frauen beschreiben. Und die Frage ist deswegen jetzt nicht,
Oh, existierten sie überhaupt, wie bei den Pythagoreerinnen? Hat das irgendwas mit einer echten Frau zu tun, haben wir uns immer gefragt, oder Diotima? Hier ist die Frage, wie nah ist diese Beschreibung an die echte Frau? Und die, natürlich ist die Antwort normalerweise, wissen wir nicht. Also ist immer noch, wir sind immer noch sehr in Unsicherheit. Und übrigens, das könnte ich, jetzt werde ich vielleicht nochmal am Ende des Semesters sagen, aber werde ich so jetzt im Voraus so mit Vorsicht sagen. Ich habe jetzt sozusagen eine Hypothese, dass die Geschichte der Frauen in Philosophie in vier Etappen sich entwickelt. Nämlich Antike, also klassische Antike, und das gilt, wie Sie sehen werden, das gilt auch für Indien, wo wir schon Frauen dabei haben, aber überhaupt nicht wissen können, ob die Frauen echt sind. Dann haben wir, nächste Etappe, echte Frauen, vielleicht nicht authentische Ideen. Also Ideen werden echten Frauen zugeschrieben. Also wir können sagen, es gab das und jene Philosophin, aber wir wissen nicht unbedingt, was sie gesagt hat. Nächste Etappe, mittelalterliche Geschichte, Texte, die wirklich von Frauen verfasst wurden. Zum Beispiel Hildegard, Mechthild, bla bla bla. Hier ist das Problem, also man könnte denken, okay, jetzt haben wir unser Ziel erreicht, aber diese Texte sind nur kontrovers philosophisch. Vierte Etappe, Frühmoderne oder Schwellenzeit. Dann haben wir Texte, die wirklich von wirklichen Frauen geschrieben wurden, die wirklich unumstritten philosophisch sind. Also unumstritten, dass die Texte von Frauen geschrieben wurden, dass die Frauen wirklich existiert haben und dass die Texte philosophisch sind. Also Margaret Cavendish oder solche Leute. Also da sind sie sozusagen voll dabei auf Augenhöhe mit Männern zum ersten Mal. Und das habe ich, glaube ich, in der ersten Sitzung gesagt, das soll man nie unterschätzen, diese Unterschiede von Etappe zu Etappe. Okay, so, auf jeden Fall. Was haben wir dann für Philosophinnen? Also erstens wollte ich zwei Philosophinnen beschreiben, die schon im 4. Jahrhundert vor Christus gelebt haben. Da ist ein Fehler übrigens auf dem Handout, das soll 4. Jahrhundert vor Christus, nicht nach Christus, unter Philosophinnen in der Spätantike. Ein bisschen interessant ist Arete. Arete heißt Tugend, ja. Und sie war eine Schlüsselfigur bei den Kyrenäern, eine nicht sehr bekannte philosophische Bewegung, die hedonistisch war. Also sie sind vor allem dafür bekannt, dass sie hedonistisch sind und werden immer mit den Epikureern verglichen. Und zwar in folgender Weise: Epikuros und seine Kumpel, seine Nachfolger, haben gelehrt, dass Lust das Wichtigste ist, also Hedone ist ja Lust, also Pleasure auf Englisch. Lust ist das Beste im Leben und Zweck des Lebens sogar. Deswegen sind sie Hedonisten. Aber man muss vernünftig Lust nachgehen, damit man Lust über das ganze Leben maximieren kann. Zum Beispiel muss man sehr oft eine Lust jetzt dann überspringen oder vermeiden, weil man weiß, über die Länge der Zeit habe ich mehr Lust, wenn ich das nicht jetzt sofort nehme. Paradebeispiel, ich soll jetzt nicht besoffen werden, weil ich morgen Kopfweh haben werde. Okay? Oder ich soll nichts tun, wovon ich Krankheiten entwickeln könnte. Beispiel von Epikur, ich soll nicht Sex haben, weil ich könnte dann Kinder kriegen, oder die Frau könnte Kinder kriegen, und das bringt Unmenge Schmerz, weil es so ärgerlich ist, anscheinend Kinder zu haben. Die Kyrenäer im Gegensatz dazu lehrten, dass Sie sind
dafür, unter antike Philosophieforscher sind sie dafür bekannt, dass sie anscheinend die einzigen antike Philosophen waren, die keine Interesse hatten an Eudaimonia, also Glücklichkeit, über das ganze Leben. Sie wollten nur Glücklichkeit jetzt haben. Jetzt hier, jetzt. Lust, jetzt, bitte, jetzt. Das ist ihre Theorie. Also Burger. Wow. Und es gibt viele Anekdoten über den Begründer dieser Bewegung, Aristippos. Und es gibt all diese Legenden und Anekdoten über ihn. Und die sind wirklich sehr lustig. Die haben alle damit zu tun, dass er immer Lüste dann genommen hat, jedes Mal, dass er konnte. Und die lustigen Sachen, die er darüber gesagt hat. Er zum Beispiel war immer unter reichen Männern und Königinnen, weil er wusste, sie hatten das Geld und die konnten ihm dann mehr Lust geben oder vorbereiten. Und einmal hat er, natürlich ist das nur eine Legende, aber angeblich hat er den Zyniker Diogenes getroffen und Diogenes war gerade dabei, so Karotten oder Wurzelgemüse zu waschen, damit er sie essen konnte. Und Diogenes sagt zu Aristippos, wenn du lernen würdest, Gemüse zu essen, würdest du nicht immer zum König gehen müssen. Und Aristippos sagt, wenn du bereit wärst, zum König zu gehen, würdest du nicht immer Gemüse essen müssen. man sieht ihn, wo er in einen Puff reingeht. Puff ist das richtige Wort, oder? Mhm. Ja. Und jemand teilt ihn dafür. Und er sagt, das Problem ist nicht, in den Puff reinzugehen, sondern nicht wieder rauskommen zu können. Also viele, viele Geschichten über ihn in diese Richtung. Er ist irgendwie so ein Gegen-Diogenes. Also er ist ein Diogenes, der immer diese lustigen Sachen sagt. Wenn Sie nichts mehr über Diogenes wissen, werden Sie bald. Ich werde gleich was darüber sagen. Also es gibt all diese lustigen Anekdoten über ihn, aber er ist nicht dafür, dass man sich einschränkt und die Lust kontrolliert. Er ist dafür, dass man so viel Lust empfindet wie möglich. Aber er war eigentlich, er hat das anscheinend nicht so theoretisiert. Das kam mit einem anderen Aristippos, der Aristippos der Jüngere. Und dieser Aristippos der Jüngere hat dann eine Epistemologie entwickelt, wo alles, also die Idee ist, unser Wissen und Begreifen der Welt geht immer darum, dass wir jetzt, hier und jetzt eine Verbindung mit irgendeinem Aspekt der äußerlichen Welt dann, also die Idee ist, dass wir immer in dem Moment von dem Objekt beeinflusst werden. Zum Beispiel hat er gesagt, wenn Sie das sehen, dann werden Sie geweißt. Und die Idee ist anscheinend, dass er eine Epistemologie entwickelt hat, um diese Art Hedonismus zu erklären. Das Interessante für uns ist, dass dieser jüngere Aristippos, dass er Metrodidaktos hieß, das heißt von der Mutter gelehrt. Und seine Mutter war Arete. Sie ist die Tochter des älteren Aristippos und die Mutter des Jüngeren. Also wir haben drei Generationen und sie ist die Bindefigurin für die drei Kyrenäer. Leider wissen wir nicht sehr viel über sie, aber sie hat anscheinend die philosophischen Ansichten des Kyrenismus an den jüngeren Aristippos vermittelt und deswegen hat die Schule sozusagen ermöglicht. Das ist schon interessant. Wichtiger als Figurin ist Hipparchia und über sie haben Sie vielleicht sogar gehört. Sie war mit einem Zyniker namens Krates verheiratet und es gibt Geschichten über dieses Ehepaar, die zum Teil sehr lustig sind. Um das zu erklären, muss ich kurz ein bisschen über Zynizismus sagen. Wie Sie wahrscheinlich wissen, geht Zyniker heißt sowas wie Hund oder Hundphilosoph. Kynos heißt Hund. Das heißt die Philosophen, die wie Hunde gelebt haben. Oder vielleicht die Philosophen, die wie Hunde andere Leute angebellt haben, weil sie immer andere Leute
kritisiert haben. Oder vielleicht heißen sie Zyniker, weil sie bei in dem Hund-Gymnasium zusammen waren immer. Das ist aber ein bisschen langweilig, also ich bevorzuge die ersten zwei Erklärungen. Und der ursprüngliche Zyniker ist natürlich Diogenes, der Zyniker. Viel von ihm wissen wir wegen einem anderen Diogenes, viel später, Diogenes Laertius, der eine Hauptquelle ist für all diese Anekdoten. Und es gibt hunderte Anekdoten über Diogenes. Er ist ein bisschen wie Oscar Wilde oder Goethe. Also wenn jemand einen cleveren Spruch ausdenkt, sagt man nichts, ich habe das erfunden, sondern Diogenes hat mal gesagt, das, bla bla bla. Ich könnte wahrscheinlich die restliche Zeit damit verbringen, nur dadurch, dass ich die Anekdoten erzähle. Ich werde stattdessen nur meine Lieblingsanekdote erzählen. Diogenes ist im Haus eines reichen Mannes und ist alles super, super schön. Marmor, Gold, Silber. Und der Mann steht da ganz stolz. Und dann dreht Diogenes zu dem Mann und spuckt in sein Gesicht. Und der reiche Mann sagt, ja, was war das? Und Diogenes sagt, tut mir leid, aber ich müsste spucken. Und sonst ist hier alles so schön. Okay. Die grundlegende Idee des Zynizismus ist, natürlich zu leben, wie ein Hund. Zum Beispiel hat Diogenes anscheinend versucht, rohes Fleisch zu essen, weil es nicht natürlich ist, Fleisch zu kochen oder sowas. Und bekanntlich hat er im Offenen gelebt, in einem Weingefäß und so weiter und so fort. Die Tatsache, dass er seine körperliche Bedürfnisse immer befriedigt hat, ganz natürlich, spielt auch eine Rolle in diesen Anekdoten. Zum Beispiel war er einmal am Marktplatz und hat in der Öffentlichkeit gegessen, was damals nichts, jetzt sieht man das überall, aber damals war das ein bisschen unangemessen. Und jemand hat ihn gefragt, warum er das tut und warum isst du am Marktplatz? Und dann hat er gesagt, weil ich hier hungrig geworden bin. Ein anderes Mal hat er sich in der Öffentlichkeit befriedigt und würde dafür, wissen Sie, was ich meine? Ja, okay. Und würde dafür kritisiert und er hat gesagt, ich wünsche nur, dass ich meinen Hunger lösen könnte, so leicht dadurch, dass ich einfach hier reiben würde. Okay. Sie haben den Eindruck jetzt. Dann haben wir, jetzt müssen Sie sich vorstellen, wir sind immer noch im 4. Jahrhundert vor Christus, dann haben wir eine weibliche Zynikerin. Wie kann das ausschauen? Diese Frau Hipparchia hat sich in einem Zyniker, Krates, das ist ein Nachfolger von Diogenes, verliebt. Und sie wollte ihn unbedingt heiraten und sie hat bedroht, dass sie Selbstmord begeht, wenn sie nicht erlaubt wird, ihn zu heiraten. Und die Eltern sagen, was werden wir machen? Wir müssen Krates irgendwie überzeugen, dass er sie überzeugt, ihn nicht zu heiraten. Weil das wäre für sie eine Katastrophe. Sie ist eine erhobene Frau. Sie kann nicht mit diesem Krates umgehen. Also sie sagen Krates, er soll sie einreden, ihn zu vergessen. Dann geht Krates zu ihm, nimmt seine Kleidung aus und sagt, du siehst jetzt alles, was ich habe. Und dann nimmt sie ihre Kleidung aus und sagt, ich komme mit dir. Und dann sind sie der verheiratete Zyniker, haben Sex in der Öffentlichkeit natürlich. Und dann gibt es ein paar Anekdoten über sie bei Diogenes Laertius. Also eine Anekdote, sie würde von einem anderen Philosoph, einem atheistischen Philosoph namens Theodoros, beleidigt. Und als Rache hat sie gesagt, alles, was Theodoros mit Recht machen darf, kann Hipparchia auch mit Recht machen. Theodoros kann sich selbst schlagen mit Recht, deswegen darf ich dich schlagen. Hahaha. Und dann sagt er als Rache, er zitiert ein Theaterstück, die Bachei, und die Zitat ist, dass es sie, die praktisch die Frauenarbeit verlassen hat.
Also die mit die wie heißt Weaving auf Deutsch? Webe, die Webe verlassen hat. Und dann sagt sie, ist es wirklich, wäre es besser, wenn ich meine Zeit mit Webe verbringen würde, statt mit Paideia, also mit Bildung. Also sie hat sich anscheinend als Philosophin verteidigt. Viel mehr wissen wir über sie. Sie hat anscheinend auch Werke geschrieben, die natürlich wieder verloren sind. Okay, also man sieht hier, dass diese, wie gesagt, kontrakulturelle Bewegungen Platz gemacht haben für Frauen. Und vielleicht könnte man sogar sagen, dass das auch irgendwie, ich meine, ich habe jetzt die Rolle der Frauen in spätantiken Christentum dadurch berechtfertigt, dass eine platonische philosophische Theorie schon anwesend war, womit das man das begründen konnte. Aber man soll auch nicht vergessen, dass in der Spätantike, vor allem im 2., 3. Jahrhundert, also bis Konstantin, war Christentum auch irgendwie eine Art gegengesellschaftliche Bewegung. Wie sehr gegen die Gesellschaft? Hypatia. Hypatia ist die berühmteste weibliche antike Philosophin. Sie lebte in Alexandria und war im Jahr 415 wurde von einer praktisch in einer Ausschreitung von Christen umgebracht, wahrscheinlich aus politischen Gründen. Und es gibt einen Film übrigens über sie namens Agora. Und der Film ist interessant, das habe ich glaube ich schon gesagt, der Film ist interessant, weil das zeigt, wie gefährlich die Christen waren aus Sicht der Heidnischen. Also die waren wirklich wie Zyniker, die waren arm, absichtlich arm, waren asketisch und so weiter. Also es ist sozusagen eine Kontinuität zwischen den heidnischen Zynikern und die christlichen Philosophen in der Spätantike vom Lebensstil her. Überraschenderweise habe ich nicht sehr viel über Hypatia zu sagen. Sie ist nicht die einzige heidnische Philosophin der Spätantike. Wir wissen auch, es gab eine Asklepigenia von Athen. Sie war die Tochter des Erneuers der platonischen Schule in Athen, einen gewissen Plutarch, nicht der berühmte Plutarch, ein weiterer Plutarch, also nicht der Historiker. Und sie hat angeblich diesen Philosoph, den ich vorher erwähnt habe, Proklos, sie hat ihm angeblich Theurgie beigebracht, das ist praktisch heidnische Religion. Ob sie wirklich Philosophin war, ist nicht so klar. Hypatia ist sehr bekannt und berühmt, weil sie von Christen ermordet wurde. Und wenn normalerweise, wenn man sich fragt, wer ist das Hauptbeispiel einer Philosophin aus der Antike, alle würden Hypatia sagen. Aber wir haben hier ein Problem, nämlich dass wir so gut wie gar nichts über ihre philosophischen Ansichten wissen. Was wir wissen, ist, dass sie Mathematikerin war. Und hier haben wir sogar Werke von ihr, oder nicht Werke, aber Bruchstücke aus Werke von ihr zu mathematischen Themen, zum Beispiel ein Kommentar zu Ptolemäus. Also sie war wirklich eine sehr ernsthafte Mathematikerin, hat mathematische Theoreme bewiesen und so weiter. Und viele gehen davon aus, dass als spätantike Philosophin, die Interesse an Mathematik hat, und sowieso, weil Platonismus sehr stark in dieser Zeit war, müsste sie eine Platonikerin gewesen sein, was sehr naheliegend ist, aber wir wissen nichts über ihre platonische Lehre, angenommen, sie war überhaupt eine Platonikerin. Dass sie überhaupt Interesse an Philosophie hatte, kennen wir nur durch Briefe ihres Schülers Synesius, ein christlicher Bischof. Also sie als Philosophin und schweige davon, als Hauptphilosophin der Spätantike zu beschreiben, wäre wirklich sehr, sehr übertrieben. Also ich habe, ehrlich gesagt, habe ich nicht sehr viel über sie zu sagen, weil sie als Philosophin
eigentlich nichts in den Belegen, die wir haben, eigentlich nicht auftaucht. Zum Glück gibt es diese christliche Figurinnen und da wollte ich zwei vor allem benennen, nämlich Makrina, sie ist in 379 gestorben und Monika in 387 gestorben, also fast gleichzeitig. Makrina ist, wie gesagt, die Schwester von den griechischen Kirchenvätern Gregor von Nyssa und Basil der Große oder Basil von Caesarea. Und Monika ist die Mutter des Augustinus. Wenn Sie die Bekenntnisse gelesen haben, dann wissen Sie was über Monika. Sie war, hat eine sehr große Rolle gespielt im Leben des Augustinus, war mitverantwortlich, dass er überhaupt Christ geworden ist und war auch dabei, als er einen großen Schritt in Richtung Christentum und Philosophie gemacht hat. Ein Text, was ich in dem, auf der Website verfügbar gemacht habe, ist ein Auszug aus der Bekenntnisse über sie. Und ich wollte jetzt ein kleines Paragraph über sie lesen. Das kommt von einer berühmten Szene aus der Bekenntnisse des Augustinus, wo sie beide in Milan sind. Und die treffen, also sie ist mit, er ist mit seiner Mutter Monika und sie kommen in praktisch in philosophisches Gespräch miteinander und dann sagt er, als unsere Unterhaltung zu dem Ergebnis kam, fleischliche Sinnesgenüsse, wie groß sie seien und welchen körperlichen Glanz auch immer sie erstrahlten, duldeten mit der Freude jenes Lebens nicht nur kleinen Vergleich, sondern seien nicht einmal der Erwähnung wert. Da richteten wir uns in noch glühendem Verlangen nach ihm auf und durchwanderten dabei alle körperlichen Stufen, auch den Himmel, von dem aus Sonne, Mond und Sterne die Erde beleuchten. Und noch höher stiegen wir, in stillem Nachdenken, in Gespräch bei Bewundern deiner Werke, deiner Gott. Okay. Und wir kamen zu unseren Geißsälen und übersteigen auch sie, um die Region nie versagenden Überflusses zu berühren, wo du Israel auf ewig wiedest, auf der Wiese der Wahrheit. Das Leben dort, das ist die Weisheit, durch die alle diese Dinge geworden sind, auch alles, was war und was sein wird. Aber sie selbst wird nichts, sondern sie ist so, wie sie war und so wird sie immer sein. Das ist ein praktisch Aufsteigen in Richtung Gott und soll uns wahrscheinlich an den Symposion erinnern. Also es ist platonische Steigung von den körperlichen zu den unkörperlichen, zu den immer bleibenden Sachen. Hier Gott statt die Formen. Und man könnte fast sagen, in dieser Szene spielt Monika fast die Rolle einer christlichen Diotima. Noch interessanter ist die Frau, die christliche Sokrates oder den christlichen Sokrates nennen würde, aber weiblich, nämlich Makrina. Es gibt ein sehr interessantes Werk von Gregor von Nyssa namens Über die Seele und Auferstehung. Und in diesem Werk beschreibt er eine Szene, wo er mit Makrina sitzt und sie liegt im Sterben und sie ist seine Schwester und deswegen ist er sehr traurig und sie erklärt ihm, warum er nicht traurig sein soll, dadurch, dass sie eine ganze Theorie der Seele entfaltet. Der ganze Text ist übrigens verfügbar auf der Website, wenn Sie das lesen wollen, aber auf Englisch. Soweit, vielleicht gibt es eine deutsche Übersetzung, aber weiß es nicht, denke nicht. Dieser Text ist sehr interessant und passt relativ gut zu den Themen, die wir schon gesehen haben. Zum Beispiel sagt sie, dass die Seele ein intellektuelles Substanz ist, ein gottähnliches Substanz, und gibt mehrere Argumente, warum der Mensch nicht einfach körperlich sein könnte. Zum Beispiel, sie sagt, wenn wir nur aus körperlichen Zutaten
beschaffen werden, dann könnte eine Statue sich selbst aus Bronze zusammenbauen. Das ist genauso unvernünftig. Allerdings, und es ist eigentlich alles sehr platonisch, kurzum. Sie verteidigt auch die Auferstehung dadurch, dass sie sagt, wenn unsere Seele jetzt Kontrolle über unsere Stoicheia hat, also die Elemente in unserem Körper, wenn die Seele bereit ist, diese Elemente zu steuern und kontrollieren, dann solange sie überlebt nach dem Tod, und sie hat all diese platonischen Argumente dafür, dann kann sie immer wieder in der Zukunft, wenn sie will, die Zutaten wieder sammeln und wieder einen Körper daraus bauen. Und das ist die Auferstehung. Oder beziehungsweise Gott kann das für uns tun und dann kann die Seele wieder imstande sein, das zu kontrollieren. Und das gegen die heidnischen Philosophen, die das bestreiten. Es ist interessant, dass sie all diese platonischen Argumente nimmt, um ihre Seelentheorie zu entwickeln. Aber sie sagt ausdrücklich, dass wir nur die heidnischen Philosophen folgen sollen, wenn sie in Einklang mit der Bibel sind. Und zum Beispiel findet sie, dass diese Drei-Seelen-Lehre des Platons problematisch ist, weil wir wissen aus der Bibel, dass manche Leute wie Mose ohne Begierde leben konnten. Also die haben das völlig vernichtet, sozusagen. Und deswegen neigt sie mehr in eine stoische Richtung sehen würde, nämlich wir sind sozusagen durch und durch vernünftig. Was wir hier haben, dann ist eine, wahrscheinlich könnte man das als christliches Platonismus beschreiben. Das heißt Platonismus unter der Voraussetzung, dass wir nur Platon so weit verfolgen, dass wir innerhalb der christlichen Lehre bleiben. Okay, offensichtliche Frage, was hat das alles mit Makrina zu tun? Wir haben einen weiteren Text über sie, auch von Gregor von Nyssa, oder einen guten, einen ergiebigen Text über sie von Gregor von Nyssa, und das ist ein Leben der Makrina, und das passt viel mehr zu diesem Muster der Hagiographie, die Wunder, die sie geschaffen hat, dass sie selbst geheilt hat und bla bla bla. Also es ist überhaupt nicht philosophisch, es ist sehr, sehr interessant, aber bis auf diese asketische Züge tut man sich schwer, philosophische Themen da rauszukriegen. Und dann liest man diesen Text und sie argumentiert wirklich wie Sokrates. Ich meine, ich würde sogar sagen, es ist offensichtlich sozusagen eine Nachahmung des Phaidon. Die Frage ist natürlich, ob Makrina selbst so argumentiert hat oder konnte, oder ob Gregor von Nyssa, der natürlich ein sehr fortgeschrittener Philosoph war, das kennen wir aus anderen Werken, ob er sozusagen sie als Mouthpiece hergenommen hat, also als praktisch Sprachrohr genommen hat für seine Argumente und seine Ideen, oder vielleicht eine Mischung. Wie gesagt, meine Antwort darauf ist, eigentlich wissen wir nicht, aber ich würde mindestens sagen, der Text setzt voraus, dass es mindestens sozusagen dramatisch plausibel ist oder denkbar ist, dass Makrina so argumentiert. Und es ist nicht, als ob er sagt, oh, und war das erstaunlich, weil sie als Frau hat das alles gemacht. Das erwähnt er überhaupt nichts. Er nennt sie immer der Lehrer. Und das war's. Also sie ist der Lehrer von ihm. Und es ist mindestens, wie gesagt, also es ist mindestens eine Annahme des Textes, dass es sozusagen realistisch ist, dass sie philosophisch argumentieren konnte. Übrigens, Monika taucht nicht nur in der Bekenntnisse auf, sondern in mehreren frühen Dialogen des Augustinus, wo er mit seinen jungen Freunden im philosophischen Gespräch ist. Und dann kommt Monika rein und macht oft ein entscheidendes Argument, immer um Christentum zu verteidigen, weil sie ist sozusagen die große Heldin und Vertreterin des Christentums in Augustinus' Leben.
Also hier würde ich sagen, wir sind wirklich sehr nah dran, echte Philosophinnen zu haben, die wirklich sozusagen überzeugend in philosophischen Texten auftauchen. Und meiner Meinung nach, von dem, was ich gesehen habe, ist dieser Text von Gregor von Nyssa wahrscheinlich die interessanteste Darstellung eines philosophischen Frau, einer philosophischen Frau in der gänzlichen Antike, mindestens in der europäischen Antike. Der Text wird sehr wenig gelesen, weil niemand christliche Autoren ernst nimmt als Philosophen. Also Gregor von Nyssa ist Mann, gut aus Sicht des Historikers, aber ist Christ, schlecht. Also Christen spielen fast keine Rolle in unserer Geschichte der antiken Philosophie. Das sollen sie aber, und das ist ein Beispiel dafür. Weil da haben wir das beste Beispiel einer Philosophin in der Antike. Das beste Beispiel ist nicht Hypatia, das beste Beispiel ist Makrina. Okay, nur sehr kurz als Schlusswort. Wie können wir das alles mit den Themen vergleichen, die wir in den letzten zwei Wochen gesehen haben? Wie anders ist das? Und so weiter. Also was ich sagen würde, ist, dass also irgendwie, natürlich ist es viel weiterentwickelt als diese Idee, Frauen können nur so Haushaltstheorie sich nur so Haushaltstheorie äußern. Allerdings ist es auffällig, dass selbst, also all diese Texte, die ich heute besprochen habe, der Brief an Mark Keller, diese Anekdoten über zynische Frauen, also über Hypatia, und sogar dieser Werk über Seele und Makrina, immer im Mittelpunkt ist Seele gegen Körper. Immer, immer. Das ist immer der Punkt. Also diese weiblichen Philosophen, die sind da, um uns, also uns Männer wahrscheinlich, weg von dem Körper zu führen, Richtung Seele. Und das ist irgendwie, man könnte fast vermuten, das ist ironisch gemeint. Also wir nehmen eine Frau, alle denken, Frauen sind diejenigen, die am meisten von dem Körper beherrscht werden. Deswegen nehmen wir eine Frau als Sprachrohr für diese Idee, dass wir doch nicht Sklaven des Körpers sein sollen, wir sollen den Körper entkommen. Natürlich ist das sowieso ein sehr, sehr allgemeines Thema in spätantiken Philosophie, und es gibt x viele Texte, wo Männer das auch sagen, aber es ist meiner Meinung nach kein Zufall, dass das ist sozusagen die neue Fassung der Frauenphilosophie. Also die Frauenphilosophie war Haushalt, jetzt ist Seele über Körper. Das ist sozusagen Frauenphilosophie innerhalb des Platonismus. Aber manchmal finden wir sogar Texte, die nah dran kommen, wirklich endlich zuzugeben, dass eine Frau einfach eine Philosophin sein kann. Das ist sowieso eine sehr grundlegende Lehre innerhalb Platonismus, Seele über Körper, und dass Makrina mindestens das Sprachrohr dafür ist und vielleicht sogar selber dafür argumentiert hat, das zeigt uns, dass Frauen jetzt wirklich dabei sind bei den Hauptthemen der Philosophie. Vielleicht nicht Logik oder andere Sachen, also das ist sehr beschränkt thematisch, aber immerhin haben wir Fortschritt gemacht seit der frühen Antike. Nächste Woche bleiben wir in der Klassenantike, aber in Indien. Und dann machen wir Pause und dann kommt Mittelalter. Aber hat jemand Fragen? Ja? Was meinen Sie? Was ich gelesen habe? Das ist im 9. Buch. Buch 9, Paragraph 24. Aber das ist in dem Text, der auf der Website verfügbar ist. Auf Deutsch. Das ist endlich ein deutscher Text. Okay? Gut. Also, wir sehen uns nächste Woche bei Indien.